bestimme die Stärke des elektrischen Feldes an einem Punkt, an dem sich ein elektrisierter punktförmiger Wassertropfen im Gleichgewicht befindet, wenn der Tropfen eine Masse von 10 hoch minus 6 Gramm hat und eine elektrische Ladung von 10 hoch minus 7 Mikrocoulomb trägt. Die Masse M des Tropfens beträgt 10 hoch minus 6 Gramm, also 10 hoch minus 9 Kilogramm. Dieser Wassertropfen wird längs dieser Vertikalen durch sein Gewicht nach unten gezogen. Dieses Gewicht groß G entspricht der Masse mal der Fallbeschleunigung klein g. Aber dieser Wassertropfen ist im Gleichgewicht, also muss irgendwoher eine Kraft F kommen, die den Tropfen nach oben hält und deren Stärke genauso groß ist wie die Stärke vom Gewicht. Da dieser Wassertropfen die Ladung Q2 von 10 hoch minus 7 Mikrocoulomb, also von 10 hoch minus 13 Coulomb trägt, wird diese Ladung von einer negativen Ladung Q1 nach oben gezogen. Und genau diese Kraft von Coulomb ist diese Kraft F. Wir wissen, dass das elektrische Feld berechnet wird durch F geteilt durch den Betrag von Q2. Daraus schließen wir, dass F gleich zu Betrag von Q2 mal E ist. Wir ersetzen G sofort durch M mal G und so stoßen wir auf diese Gleichheit. Die führt dann sofort zu E gleich M mal klein g auf Betrag von Q2. Wir ersetzen M durch 10 hoch minus 9, klein g die Fallbeschleunigung durch 9,81 und den Betrag von Q2 durch 10 hoch minus 13. Und so finden wir, dass die gefragte Feldstärke 9,81 mal 10 hoch 4 beträgt, also die elektrische Feldstärke beträgt 98.100 Newton pro Coulomb.